Servus zusammen und recht herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, die Fahndung der Antwerper hier in The Division 2. Und wir müssen das nächste Ziel neutralisieren, Daniel Castle Woods, und zwar hier, wo das viele Wasser fließt. Also wir kennen das Ganze schon, da oben sind auch schon welche, die bereit sind, hier Castle zu verteidigen, aber wir werden denen einen Strich durch die Rechnung machen. Jetzt muss ich mir nur Gedanken machen, wie machen wir das? Wir gehen da eigentlich immer irgendwo hier oben in eine erhöhte Feuerposition. Wie immer, ihr wisst ja, das hilft. Aber wo bringe ich jetzt? Dann schmeißen wir doch einfach mal unser Geschütz dahin. So, und dann, Freunde, lassen wir die Spiele beginnen. Jo, das sieht doch gut aus. Da kommen wir erstmal durch. So, einer läuft da drüben noch. Einer. So, da muss die Drohne hin und sich hoffentlich ein bisschen um den Kollegen hier kümmern. Okay. Jetzt müssten wir... da kommen noch welche. Sehr schön. Wie heißt es immer so schön? Kommt der Prophet nicht zum Berg? So, die Drohne sucht sich ihren Weg. Ja, das waren seine letzten Worte. Einer springt da irgendwo noch rum, da oben. Okay, kommt noch mehr. Wir könnten eigentlich mal spaßeshalber das Teil hier wieder ausprobieren. Na also, räumt ein bisschen auf. Da kann er sich jetzt einiges durch den Kopf gehen lassen. So, also, das soll es für den Teil gewesen sein. Wir können vorrücken. Wir können vorrücken in die nächste Phase des Gefechtes. Das wird dann irgendwo hier sein, aber jetzt mal ein bisschen wieder aufmunitionieren. So, und vorsichtig mal hier hin dackeln. Ja. Wir haben sie alarmiert. Alarmiert, so ist es richtig. Ja, da kommen sie doch. So, dann gehen wir mal hier in Deckung. Und nehmen die Kollegen in Empfang, die sich tatsächlich hier trauen. So, werfen wir mal eine Granate da rein. Das mischt vielleicht den Laden ein kleines bisschen auf. Da ist einer. In Schussweite. Das müsste es für den Teil wieder gewesen sein. Ja, da oben hört man sie schon wieder rumkriechen. So, war hier nicht noch was? Ja, genau. Sehr schön. Aber Medipacks sind voll. Okay. Jetzt die Frage, sind die auf der anderen Seite nur? Oh, da sieht uns einer. Ja, natürlich. Ich ich dummerle. Ach, jetzt laufen die weg. Wo sind sie? Ja, wo sind sie? Ich bin ganz alleine, Freunde. Ich bin ganz alleine für euch da. Agent fordert Verstärkung an. So, und zum nächsten Posten. Zum nächsten Stockwerk sozusagen. Hier lang. Jep, da werden wir auch das Maschinengewehr hier, die Artillerie, wieder mitnehmen. Da müssen wir rüber. Und da steht er schon. Hinter mir her.
So, traut euch, traut euch. So, sehen wir irgendwas? Nein, wir sehen, wie wir sehen, sehen wir nichts. Ah, da kommen sie die Treppe hoch. Ist klar, die sind ein Stockwerk niedriger. Flanke? Wo ist denn hier eine Flanke? Au, au! Eieieiei. Ah, da können wir gar nicht durchschießen. So, nochmal aufnehmen. Das Ganze nochmal irgendwo dahin schmeißen. So, so, da habt ihr also was abgefangen. Das ist schön. Gehört, Agent. Auf zum Navy Hill. Sie haben das Ziel erwischt. Gut gemacht. Ja, aber so weit sind wir noch nicht. Wir haben hier noch zwei, drei Kollegen, die uns in die Suppe spucken wollen. Navy Hill ist klar, logisch. Auch eine meiner Lieblingskontrollpunkte. So, was ist denn jetzt? Kommst du oder kommst du nicht? Nö. Dankeschön, danke. So, Navy Hill ist das nächste Ziel. Und das ist hier. Okay, gleich mal markieren. Dann anfangen hier ein bisschen einzusammeln. Aber erstmal so, das hier. Da unten wird nichts sein. Oh ja, da haben wir ein bisschen was. Da gibt es ein paar Raketchen. Haben wir da noch mehr? Haben wir da irgendwo was verpennt? Nee, da unten liegt noch was. Okay, aber keine. Okay. Na, da können wir ja lang, da können wir ja runter jetzt die Treppe. Die müsste jetzt frei sein. Und wir hören ein Faxgerät. So, da wird ja jetzt keiner mehr hier rumspringen, oder? Nein. So, wir munitionieren auf. Genau richtig, da müssen wir raus und weiter geht's zu Navy Hill. Oh, ein Granätsche. Ein Granätsche, das nehmen wir mit. Ein Granätsche in Ehren kann keiner verwehren. Hier durch und hier durch. Augenblick und da durch. Ja, jetzt haben wir es. Okay. So, wo müssen wir lang? Wir müssen rechts rum, haben da wieder einen ganz schönen Weg vor uns. Manchmal weiß man nicht, ob man ein Ranger ist oder ein Ausdauersportler. Ach, da müssen wir hoch. Ja. So, da müssen wir irgendwo hoch und ich glaube, da müssen wir irgendwo durch. Da springen auch noch welche rum. Aber um die werden wir uns nicht kümmern. Lass mich mal kurz überlegen. Navy Hill, ja, da müssen wir da, glaube ich. Und dann links hoch. Oh, oder doch nicht? Ja, das war dann die nächste rechts. Okay. Trau deinem Navi. Trau deinem Radar. So, das plündern wir. Das da unten lassen wir in Ruhe. Und da ist Navy Hills, der nächste Kontrollpunkt. Den nehmen wir noch mit. Huch, jetzt habe ich aber gerade gedacht. So, dann gehen wir wieder hier hoch. Da haben wir dann eine gute Übersicht, eine gute Schussposition. Können natürlich dann auch erstmal unsere Kollegen rufen.
nie verkehrt, wenn man dann zum Beispiel einen Lieutenant dabei hat, der einem im Notfall noch mal ein bisschen den Arsch rettet. Gut. So, dann schauen wir mal, dass wir hier ein bisschen... Der hat ja eine mitbekommen, sehr gut. Ah, jetzt rennt er da hinten rum. Komm, zeig dich, zeig dich. Nee, bis zu dem Auto kommst du nicht. So, da kommen jetzt wieder welche rausgespurtet. Na, den schnappt er sich nicht, den lokalisiert er nicht. Oh, der ging natürlich in die Hose. Muss ich mal ein bisschen aufpassen. So, wo sind sie denn? Wo ist denn unsere Verstärkung? Und kaum redet man, kaum spricht man von euch. Sehr schön, das gefällt mir. Das gefällt mir sehr gut. Irgendwas fehlt mir, die Luft. Die Luftunterstützung fehlt. Sind wir leer? Nein, wir haben doch noch was, oder? So, jetzt haben wir keine Munition mehr. Versteck dich nicht dahinter dem... Okay, hat sich schon erledigt. Ist alles geschwätzt, ne? So, damit sind wir etwas präziser. Ja. Ja, ich mir auch. So, Kontrollpunkt gesichert. Das glaube ich nicht. Da kommt doch in der Regel nochmal was, oder? Wusste ich doch. Fake News. Fake News. So, wir verstecken uns mal dahinter. Die Säule ist dick genug. Ups. Da kommt wieder einer angeschlappt mit einer Schroti. Das gefällt mir gar nicht. Im Zielgebiet streuen. Ach, was habe ich denn da jetzt gemacht? So, dann bringen wir den irgendwo mal vernünftig in Stellung. Zum Beispiel da. Oh, da drüben ist ja einer, der unsere Aufmerksamkeit verlangt. Sehr schön, er hat sich erledigt. Next patient, please. Oh. Headshot. Oh, da kommen sie nochmal. Und wieder einer mit der Schrotflinte. Oh je, der wird jetzt wieder etwas schwerer zu knacken sein. Deswegen lassen wir hier am besten gleich die Drohne auf ihn. Sind da links noch welche? Nein. So. Dich. Mal schauen, ob das jemand der Granate was bringt. Ach, da ist ja auch noch einer. Der mich hier behagt. Ich krieg ihn nicht weg. Ups, 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 ups. Jetzt aber. So, den hier machen wir auch aus dem Spiel. Ja, komm, weg damit. So, ach, da springt auch noch einer rum. So, Sperrfeuer, mein Kollege. Gegnerisches Funksignal abgefangen. Sehr gut. Navy Hill eingenommen. Sie halten mich am Columbia Plaza fest. Agent, wenn Sie das hören, holen Sie mich um Himmels Willen hier raus. Columbia Plaza. Gegner bewachen einen Ort in der Nähe.
So, 37% zur Zielposition haben wir erforscht sozusagen. Columbia Plaza ist natürlich wieder ein Kopfgeldeinsatz. Um den werden wir uns gleich kümmern. So, Dele. Aber erstmal ein bisschen hier einsammeln. Ah, da hinten gibt es ein bisschen Spezialmunition. Kann auch nie schaden. So, Kontrollpunkt Officer benötigt auch wieder mal ein bisschen unsere Unterstützung. Aber ich sag ja immer wieder, wir teilen gerne. So, jetzt aber. Wenn du mir was gegeben hast, dann gebe ich dir auch was. Ne, umgekehrt. So, was haben wir denn hier? Einmal. Zweimal. Dreimal. So, hier haben wir das große Big Pack. Nehmen wir alles mit. Von Feinden bewachter Ort erkannt. Das müsste es gewesen sein. Hier gibt es noch Moon. Wir füllen auf. Sehr schön. Oh, es wird langsam dunkel. Ja, das wollte ich auch gerade sagen. Die Taschenlampe. Freunde, das soll es für diese Folge wieder mal gewesen sein. Wir spielen The Division 2, die Fahndung der Anwerber. Und als nächstes haben wir wieder einen Kopfgeldeinsatz. Und das solltet ihr natürlich nicht verpassen, wie wir uns hier schlagen. Denn vielleicht wird mir ja jetzt bei der nächsten Folge mal wieder in den Arsch getreten. Wir werden es sehen. Ich bedanke mich recht herzlich bei euch für die Aufmerksamkeit. Sage vielen Dank und tschüss, ciao, cheerio. Bis zum nächsten Mal. Euer Baden-Farmer.